Dimensio will jetzt endlich mal mit Betty Händchen halten bei die Sims 2. Da stimmst du mir auch zu, oder, Kaito? Wird auch höchste Zeit hier. Ich schon versuchen, mit ihr rumzufummeln. Ja, genau, weil rumschmusen... Und wissen, was passiert ist. Da hat sie sich noch geekelt. Und Ständchen geben, tja, da seht ihr mal, da habe ich sie nicht drauf. Eng umschlungen. Oh, ich rede doch mit dir. Nein, ich rede nicht mit dir. Ich rede mit Betty. Ich meine nicht dich, ich meine hier die Schicke, was vor mir steht hier. Ich dachte schon, wie viele Leute stehen denn in unserer Hütte? Ach nee, das bin ich ja da auf deinem Bild da. Ja, ich dachte schon gerade eben. Ja. Ich kann gleichzeitig dich sehen, 16.01 Uhr. Ich dachte schon. Du musst aufpassen, dass. Ist da einer an unserem Fenster? Ja, ne? Ich dachte ja scharf, ich kann durch das Fenster durchgucken. So, dann erzähl ich immer noch. Warum sollte man sich eigentlich streiten, ey, boah? Es gibt bestimmt auch den Dingens, dass man endlich einen los wird oder so. Ja, ich mach mal Liebkosen. Aber oh ja, 40. Ach, das ist Liebkosen, jetzt weiß ich es. Alter. Da geht's ran, ne? Hat's funktioniert oder kriegst du eine geknallt? Nee, es hat funktioniert. Respekt. Nur so schmusen oder so, darauf steht die nicht. Mach ich gleich nochmal. 40 umarmen. Yeah. Wollen wir volles Risiko? Ach, verdammt. Ach, komm schon, Schätzchen. Dimensio und Kaito, beide am Flirten, beide in einem Raum. Ja, wir haben ja auch nichts anderes zu tun gerade. Nee, haben wir auch nicht. Muss ich dich beeindrucken? Kneifen? Also. Nein, dann schallert die mir ein, hundertprozentig. Ich sehe jetzt Kneife. Sexy guck mal, ich bin... Kätzchen. Oh, ich glaube nicht. Kaito wird in einer Stunde abgeholt. Oh, sexy Kätzchen. Einer Stunde um 18 Uhr werde ich also abgeholt. Oh Mann, das mag sie nicht. Ich war doch so ein geiles Kätzchen. Warum immer 7 abgezogen? Hallo? Was? Am Machen. Es labert so rum. Hä? Ja, tut mir leid, Betty. Ich glaube, wir sollten erstmal Schluss machen für heute. So, aufhören. So. Ich muss mich jetzt darauf vorbereiten, abgeholt zu werden. Am Vertrauen. 14 wieder verloren. Wobei ich ein scheiß Kätzchen war und noch, die angemacht haben. Ach, jetzt verlierst du auch was. Nein. Doch. Scheiße. Sag ich doch. Ich habe jetzt schon, wie viel verloren? Interagieren. Oh, Betty, tut mir leid. Oh. Nicht streiten, Betty. Betty, jetzt willst du gehen, Betty. Bitte, Betty. Aber mein Schatz, zur Arbeit gehen. Wir sehen uns dann morgen, ne? Ciao. Nimm mal die Zeitung rein, ich muss die gerade ablegen. Es war ein schlechter Tag, ja. Ich muss zur Arbeit. Ein paar böse Jungs verprügeln. Oh. Ich kann jetzt nicht, ey. Wenn du auf der Arbeit bist, ist doch die beste Zeit, um zu pennen. Ja, das ist eine gute Idee. Finde ich jetzt so. Einen Job der Business-Karriere annehmen. Und dann geht das mal so schnell, ne? Weil wenn du dann da bist, ne, dann dauert das. Was? Verdammt, was ist denn los? Sechste Mal schon! Oder war ich fünfmal? Wegen dieser Aufnahme, während dieser Aufnahmesession, ne? Ja, die Zeit vergeht. Wo wir gestoppt haben, hast du auch schon genießt. Ja, meine Güte. Es geht richtig ab hier. Wenn du nach Hause kommst, kannst du ja gleich was kochen. Ja, ist klar. Hast wieder Hunger, ne? Ja, ich auch. Was? Ein Doppelbett kaufen? Machst du doch. Die habe ich schon. Dann ist das bestimmt für mich gedacht. Nee, es ist für mich. Das ist auch ein Doppelbett. Das muss ich mal nicht so anstellen. Weißt du was, dann bewegst du einfach das Objekt und stellst das Doppelbett wieder hin. Oder glaubt er, du hast es gekauft. Kicks. Verschieb's ein bisschen. Ja, ich bin da nicht. Wieder nehmen. Woanders hinstellen. Das geht so nicht, ich muss beides, genau. So. Kannst es nicht in der Wand. Das verkauft, was machst du denn? Jetzt kaufe ich mir das wieder. Das ist Neues. Ja, sonst bringt das doch nichts. Wo war es denn bitte? Hier? Du bist schon dran vorbei. Halt! Da oben, das Blaue. Ja.
Yamato-Regal. Dann bringt das doch nichts, hast du gemerkt. Hier stand's, ne? Ja. Man muss natürlich vorsichtig platzieren, ne, damit. Ja, ja, guck, jetzt habe ich es bekommen. Was bringt ja, das denn? Zeig mal, was du gemacht hast hier, dann das Männchen. Die Pfeiltaste nach rechts. Moment. Nee, die Pfeiltaste nach rechts ist das. In der Modekarriere angeben? Oh, Modekarriere? Das ist doch. Das ist dein Traum. Das ist doch hier mit Künstler wahrscheinlich, ne? Ja, ja, aber du hast als Lover auch Dingens hier. Geh mal auf rechte Pfeiltaste, ich möchte mal gucken, ob da was gestiegen ist. Oh, guck mal da, wie du abgehst. Guck dir mal meins an. Wieso? Achso, weil ich so gerne. Ich muss Business-Karriere machen und eine Pflanze kochen, dann steigt's bei mir offensichtlich. Das ist wahrscheinlich die Ziele, die ich. Was muss ich denn bei mir noch machen? Techte, Mächte, Methoden. Geh immer wieder zurück. Ja, Sim rumschmusen will sehen. Oh, ich zieh mich jetzt. Geh mal zurück und geh wieder auf rechts. Und sag ich dir sofort, was du machen musst. Das ist mein Zimmer. Und ich kann mich auch bei dir umziehen. Wird das eine Rolle? Glaub nicht. Zieh ich eben deine Sachen an. Ja! Genau. Theoretisch bräuchte man theoretisch nur einen Kleiderschrank. Kleidest dich genauso wie ich. Bräuchte natürlich auch mal ein Bett, ne? Wir könnten natürlich auch in einem Bett schlafen. Nein. Ja, ich meine ja nur ich mal. Ich brauche so mein eigenes Bett, in dem ich in Ruhe knacken kann, während du mit sämtlichen Tussis, die nicht bei drei auf den Bäumen sind. Ja, du weißt, was ich meine. Ich nehme jetzt eine andere Lederjacke mit einer anderen Farbe. Fuck. Mach's doch wie ich. Und nimm dir ein Halstuch. Jo. Aber nicht dieselbe Farbe, ja? Wir müssen uns auseinanderhalten können. Ich habe ein rotes Halstuch. Findest du unter Accessoires. Jetzt grün. Grüne Lederjacke. Total anders als die davor. Ja, immer eine andere Farbe. Muss doch zählen, oder nicht? Ja. Alter Falter. Was los? Nichts. Naja, ich denke immer da so lange. Oh, guck mal. Inzwischen hat der Speicherbildschirm so lange gebraucht, dass wir Geburtstag haben. Yay! Inzwischen? Was? Was für ein Geburtstag? Ich schmeiß gleich eine richtige dicke Fete für dich, wenn du nach Hause kommst. Kai, tu es wieder heim! Yeah! Ja, mach mal was zu essen. Ich hab Hunger. Ich hab selber Hunger. Du bist doch der Koch. Du kannst doch bestimmt auch einen Eitopf machen. Das hab ich sehr schwierig. Kann man nicht. Ich bestell gerne Pizza, geht an mich. Ja, Service kannst du anrufen, glaube ich. Das ist möglich. Aber denk dran, du hast noch nichts verdient. Du hast noch nicht zu unserem Geld beigetragen. Da. Einzige Geld, was zugekommen ist, ist von mir gewesen. Und ich nein, du hast noch keine 5.000 verdient, hä? Oder? Wo bin ich denn? Du hast schon mal 5.000 verdient. Nein. Ja, also, ist noch was von uns. Ich kann ja keine Pizza anrufen, nur Gärtner, Feuerwehr, Handwerker, wenn wir die Polizei anrufen. Nein, das kostet, ne? Ja, ich weiß. Wenn die umsonst kommt. Das wäre vergeudete Geldausgabe. Lotterieschwindel. Ich glaube Langeweile. Das wäre manchmal Lotterieschwindel. Ich habe 1 Million gewonnen. Ich habe 6 richtige. Ich glaube, das ist nicht Lotterieschwindel. Ja? So Lotto. Ja. Kann ich eigentlich auch, während ich weg bin? Ja. Das musstest du aber jetzt eigentlich schon gemerkt haben. Schon die ganze Zeit. Ja, ja, ich mach mal eben was. Ich habe hier gerade sowieso nichts zu tun. Außer zu arbeiten. Aber das macht er ja automatisch. Dafür braucht er mich ja nicht. Aber die Zeit bleibt doch stehen, ne? So, was haben wir denn hier? Viktorianische Blumenurne. Ich weiß aber nicht, ob das so zählt, wenn du nicht da bist. Zählt das dann auch? Heim eine klassische Touch verleihen kannst. Kühne rote Plastikblumenrahmen vom weichen Plastikblumen. Ja, dann hol dir die doch. Dann sagst du dann Sim gleich, das sind aber echte. Stell das doch einfach in der Stereoanlage. Am Tisch. Auf dem Tisch, ja, da geht's auch nur. Das geht doch nicht. Muss auch noch. Da. Genau. Nimm den PC. So. Passt doch auch. So, zack. Ha, siehst du, ich hab was bekommen. Okay. Siehst du? Da.
Was ist denn jetzt? Wop. Ein Zimmer bauen. Du brauchst mehr Platz oder was? Bau an, damit sich die Leute nicht auf die Füße trampeln. Was? Ich muss das machen? Wieso ich? Kaitos Zimmer ist hier, Bob. Ja, was? Ja, Bob, da ist doch Kaitos Zimmer. Wer ist Bob? Der Typ da. Was ist mit mir? So, mal gucken. Verdiene Geld, ein Zimmer bauen. Tatsächlich, das bin ich. Hast du keinen Job oder bist du nicht in der Business-Karriere wahrscheinlich? Nein, ich bin nicht in der Business-Karriere. Ich bin Nachtwächter. Das ist nicht Business. Es ist auch Schnauzone, aber kein Business. Was soll ich machen? Ich baue mir jetzt hier so einen Flipper hin. Mach mir mal einen Vorschlag, wo ich noch ein Zimmer hinbauen kann. Elektronik? Cyberchronomik? Das ist ein Wecker. Das war ein Wecker, Alter. Ja, vielleicht. Wir haben letztes Mal einen Wecker gesucht. Ja, vielleicht haben wir den ja jetzt freigeschaltet. Ja, kann sein, ne? Warum geht Bob der Handwerker an unseren PC? Mir auch scheißegal, ich flipper jetzt mal eine Runde. Kann ich auch was sehen? Ich sehe nichts. Hui, hui, hui. Oh, das bringt bestimmt Spaß. Yeah. Oh, Kaito, ich hab schon Hunger, Kohldamm. Mach dir doch was, verdammt. Du brauchst mich doch gar nicht dafür. Ich bin zu faul dafür. Ja, das ist schon auch wieder. Warte, den Löffel abgeben. Sensenmann besucht. Der Sensenmann besucht jemanden. Jeden. Besucht irgendwann jeden, aber niemand heißt ihn willkommen. Ja, Überraschung. $100 verdienen. Das ist deine Angst? Ach, dein Wunsch. Nein, das ist mein Wunsch. Meine Ängste sind bestohlen werden, den Löffel abgeben und ein Objekt kaputt machen. Aber du verdienst schon mehr als $100, oder nicht? Ja, klar. Das ist ja auch einfach. Ich verdiene jeden Tag mehr als $100. Deswegen gewinne ich das jeden Tag. Sobald ich dann mal endlich wieder nach Hause komme. Was kann ich sonst noch machen? Karrierefähigkeiten und Persönlichkeiten. Karrierelevel. So, erster Wachmann. Ach, bis 2 Uhr muss ich arbeiten. Und was ist das da rechts hier? Das frage ich mich auch. Du bist. So, kannst doch aufgestuft Fähigkeiten werden. Fähigkeiten bin ich in der Logik gestiegen um 1. Und das bin ich. Du bist ziemlich schlampig. Hä? Ja, gut. Ja. Schüchtern bin ich relativ, faul. Wieso? Ich bin eigentlich der Faule. Aber du bist sehr verspielt. Ja. Und nett. Und nett. Ja, das stimmt doch. Was bin ich? Da musst du bei Dings da, genau. Guck, das ist wahrscheinlich Hygiene, nee, weil ich die Dusche repariert habe. Nee, das wäre Mechanik, glaube ich. Hä? Ja, oder du, du hast geputzt und alles weggeschmissen. So. Und Nudeln sorgt. Ja. Guck mal, wie faul du bist. Du fauler Sack. Ja, ich bin auch faul. Du fauler Drückeberger. Ja, deswegen warte ich ja, bis du nach Hause kommst und mir endlich mal was zu essen machst. Da kannst du noch 2 Stunden warten, ne? Das weißt du. Ach, ich hab... Ja, derzeit wirst du... Zocken. Wer ist das? Vielleicht ist das der Betty. Um 0.17 Uhr ruft Betty an. Kann ja sein. Sehr wahrscheinlich. Ah, Flugzeug. Wieso ruft ein Fremder an und will dann, dass ich verreise? Ist das vielleicht ein Einbrecher, der dann vielleicht bei uns da... Vielleicht. Auf jeden Fall sollten wir für diese Folge Plus machen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn ich was? Jetzt schon? Wenn ich von der Arbeit wiederkomme, hoffe ich mal. Und so, wenn Dimensio sein Telefonat beendet hat. Euer Kaito, bis denn!